Ist doch keiner mehr. Wieso baut das denn nicht ab hier? Was ist das für eine Scheiße? Wieso baut das denn hier nicht ab? Gut, dann bauen wir uns halt wieder hoch und bauen es dann händisch ab, ne? Wenn das denn vernünftig funktionieren würde. Lalala, dann haben wir ein paar Blöcke Laub. Wird ja jetzt auch Herbst. Ah, da muss man dann auch ein bisschen Laub haben. Bevor wir das dann hier mühevoll zusammenhaken müssen. Und den Igeln ihre Wohnungen nehmen müssen, bauen wir einfach hier mal ein bisschen ab. Haben wir auch Laub. Ist auch schon gleich auf einmal einen Meter gepresst. Können das Ganze dann schön als Hecke verbauen oder verbrennen. Oder was anderes mitmachen. Oder wegschmeißen. Oder in eine Kiste tun und nie wieder anfassen. Was man im Laub halt so macht, ne? Ja. Ebene für Ebene. Warum auch immer das nicht selbstständig sich abbaut. Da ist aber auch nirgendwo. Da ist dann nirgendwo noch was drin. Wieso löst sich das denn nicht von selber auf? Liegt das daran, dass ich auf dem Server bin? Eigentlich nein, ne? Ja. Mysteriös, mysteriös. Aber gut, entschleunigtes Gameplay. Kennt ihr das eigentlich auch? So abends im Bett nochmal ein bisschen am Handy daddeln und ein bisschen YouTube-Videos gucken. Nebenbei so ein bisschen zum Einschlafen irgendein Let's Play schauen. So. Ein möglichst entschleunigtes Let's Play. Mit einem, der dann in Ruhe ein bisschen was erzählt und nebenbei ein bisschen ein entspanntes Spiel spielt. Und nicht so am Eskalieren ist! Guten Morgen! Die Sichtweite war aber auch schon mal besser, ne? Hallo? Hallo Sichtweite? Hallo? Ah, so langsam wird's. Irgendwas leckt. Nehmen wir mal so hin, würde ich sagen. Ich wünschte, die Sichtweite würde endlich mal vernünftig funktionieren. Also mit nicht umständlich hier irgendwie einmal im Kreis und hin und her und so Abschnitt für Abschnitt irgendwie generieren. Das ist halt alles irgendwie, braucht so ewig lange. Vor allem der Berg war ja schon da, also der war ja eigentlich schon geladen. Und Sichtweite ist eingestellt auf, was habe ich da, 512 oder 1024 Nodes weit. Und das Ganze hier im Durchmesser, das ist ja keine 500 Nodes, also irgendwie, pff. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Genauso wenig, wie ich nicht mehr als 60 Frames bekommen kann. Warum auch immer. Ja, und V-Sync ist ausgeschaltet. Ja, andere Spieler haben keine Probleme damit. Und ja, ich habe schon alles durchprobiert. So, den pflanzen wir wieder hin. Gucken, ob der dann hier auch hinwächst. Kann ich hinten bei der Wiese nochmal eben schauen, ob die geladen ist. So. Und dann gehen wir dann wieder zurück. Ah. Ja, siehst du, hier ist auch nicht so super, super viel geladen, ne? Also. Naja.
Hier, da, in die Richtung. So eine Sichtweite hätte ich gern hier einfach einmal außenrum komplett, bitte. Das würde schon reichen, ganz ehrlich. Ich will gar nicht viel erwarten, aber das würde schon reichen. Stattdessen ist dann hier so eine Scheiße. Also, da lädt dann irgendwie was und dann läuft man dann dahin. Ne? Aber hier nichts geladen. Da hinten nichts geladen. Da nichts geladen. Hier ist ein bisschen. Da ist ein bisschen. Einmal rum. Einmal rum. Einmal rum. Ah! Hm. Okay. Wir hatten ja was vor. Ja. Ah ne, die können wir ja nicht benutzen. So. Setzlinge. 2. Oh, komm, machen wir einfach nochmal 2. Dann kann man die doch auch zu irgendwas verbrennen, oder? Ich glaube, die kommt man zu Öl machen oder so. Oder war das... Ach nee, das war glaube ich, craften, so. Hier. So war das, genau. Kann man bestimmt auch irgendwie zu irgendwas Sinnvollem gebrauchen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal den Craft Guide, damit wir wissen, wie wir was machen wollen. Ja. Genau, und aus denen brennen wir dann ein bisschen Fiber. Und mit dem Fiber, da machen wir gleich ein paar mehr von. Das kann man immer mal gebrauchen. Kriegt man gleich 6 aus einem. Also da gibt es ein bisschen was für. Na, reicht das noch? Reicht das noch? Oh, oh, nee. Wäre ja auch zu schön gewesen. So. Tasten. So. Ah, da hätten wir auch noch welches gehabt. Tun das erstmal kurz dazu. Doch, wie hat man denn noch Rubber gemacht? Hat man da einen Gummibaum zu verbrannt? Ach ne, da kriegst du Holzkohle raus, das ist... Moment. Rubber. Gut, wir brauchen einen Tree Tap. Dann gucken wir doch mal, ob wir einen Tree Tap bauen können. Tree Tap. Gut, aber das Material haben wir da. Die Technikrezepte sind so schön einfach. Das ist wunderbar. Das ist toll. Das nervt. Wir machen einfach mal ein bisschen was davon, weil für einfach irgendwas. Vielleicht brauchen wir es ja später nochmal. So. Man kann, glaube ich, auch mit einer Zentrifuge da die Dings hier schleudern. Beziehungsweise das kann man grinden und das Pulver kannst du schleudern und aus dem Pulver kriegst du dann Raw Latex und das kannst du auch noch irgendwie verbrennen. Das habe ich auf dem Server immer gemacht, beziehungsweise mache ich immer auf dem Server. Wollte ich auch noch irgendwann mal zeigen, ne? Machen wir ein anderes Mal. Oh.
Ich habe hier übrigens ein ganz kleines Archiv, ein ganz kleines Stativ stehen. Ist das nicht süß? Das war bei der Webcam dabei. Oh, so kleine Ausfahrbeinchen. Kann man das? Kamera stellst du stellt sie nicht scharf. Auf jeden Fall, die kann man auch noch ausziehen. Dann hat man ein großes, kleines Stativ. Das kann man sich dann hinstellen. Und dann kann man dann theoretisch seine Webcam draufschrauben. Nur ist das viel zu niedrig. Das würde dann irgendwie hier unten auf der Höhe der Unterkante von dem Monitor stehen. Und das wäre dann so ein bisschen komisch Blick von unten. Das würde merkwürdig aussehen. Naja, jedenfalls steht es hier auf dem Tisch rum. Ja, kann man auch. Ah, wir können hier übrigens weitermachen. So. Kann man hier auch dann irgendwie mit so einem kleinen Regler und dann kann man hier so. Kann man das sehen? Ja. Das Ganze hier so ein bisschen hin und her bewegen. So im Kreis, kann das hier so seitlich oder hier, wie man es halt haben möchte. Und mit dem stellt man es dann fest und dann bleibt das so. Ja. Ja, wieder gerade machen. Ja, ist wieder gerade. So. Hat hier so einen ganz normalen Gewinde, Stativgewindeanschluss, kann man dann drauf festziehen. Und, könnte ich mir auf die Brust mitfilmen? Wenn ich eine Frau wäre, wäre das bestimmt total super, würde ich auf Twitch große Karriere machen. Nein. Wird nicht passieren. So, was haben wir hier noch stehen? Ja, guck mal hier, ein USB-Stick. Ja, ach, das mit diesem Spiegelverkehrt ist doof. Hier so, Mini-USB-Stick. Stellt er scharf. Machen wir also diese typische Influencer-Bewegung. ein Mini-USB-Stick. Guck mal, der ist ganz schnell. USB 3 oder was und kann man gut mit Daten übertragen. Das hat ja 64 GB oder sowas, also ist nichts Besonderes. Oder 32 GB, auf jeden Fall relativ wenig. Auch nicht viel für bezahlt, 15 Euro damals. Hm? So, dann haben wir hier noch liegen. Ein bisschen eingestaubt. Das scharf, keine Ahnung. Wir sind übrigens durch. Aber es ist ein DVB-T-Stick mit Anschluss für eine Antenne. DVB-T ist ja tot, ist ja jetzt DVB-T2, aber das Ding hat einen Chipsatz, der unter Linux mit entsprechenden Tools wunderbar als SDR benutzt werden kann. Und mit einer vernünftigen Antenne dran kannst du da ganz viel Spaß mit haben. So, wir haben das Plastiksheet fertig. Bauen wir eben den Schreibtisch wieder auf. So. Ja. Nur der Vollständigkeit halber, hier liegt auch noch eine Festplatte rum. So. Dann machen wir mal ein paar Röhren, weil wir eh nicht so viel Material haben, aber wir später Röhren ja sowieso noch brauchen wollen für irgendwas. Ja. Naja gut, reicht nicht mehr. So. Können wir das mit bei Technik reinmachen? Ja, oder? Kann man hier nämlich mit Pipeworks so ein bisschen automatisieren alles. Hier ist ja hier die ganzen Öffnungen und sind ja alle schon da. Machen wir auch nochmal irgendwann. So, der Tree-Tap. Ein Stück Holz und so Zeug drumherum. Okay, kriegen wir hin. Ein Stück Holz. Und eine Piepe. So. Ah ne, Tube, nicht Pipe. Dahin. Und den Auslöser dran. Dahin. Und dann kann man nämlich das Ganze hier schön abmelken. Ist der jetzt leer oder ist der jetzt. Der ist jetzt leer, ne?
einer. Hallo? Willst du mich verarschen? So. Sechs. Also du kriegst aus einem, kriegst du... Oh, das ist ja lame. Und jetzt haben wir so abgenutztes... Moment. Abgenutztes, so ausgeleertes... ja, ausgeleerte Stämme. Rubber Tree. Gut, die heißen gleich, ne. Also leer gemacht. Da ist jetzt kein Gummi mehr drin, kein Latex mehr drin. So, und das Latex. Moment, jetzt muss man wieder lesen. Extracting, gut, das haben wir gemacht. Rubber Tree Trunk Block Extracting. Each Trunk Block can be repeatedly tapped for Latex. Ja, haben wir gesehen. Repeatedly, also einmal in Folge bei einem Block. Achso, die füllen sich auf. Okay, ich habe nicht weitergelesen. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. At intervals of several minutes. Das heißt, wenn ich die wieder hinpflanze, dann kann ich die wahrscheinlich nochmal melken. Habe ich die jetzt noch dabei? Ja. Weißt du was? Wenn das repeatedly geht. So. Integrieren wir dann unsere Gummibaumfarm einfach mal so ein bisschen in das Gebäude, würde ich sagen. Ne? Weil die müssten sich dann ja dann gemäß der Beschreibung theoretisch irgendwann wieder auffüllen, dann könnte man sie nochmal melken. Ja, das ist doch gut. Tun wir sie mal hier wieder hier den Hahn hier rein. Und das restliche Holz kommt hier auch wieder rein. Und das Holz kommt hier auch wieder rein. Ah, nee, das muss hier hin. Und das kommt hier so ein bisschen. Kommt so ein bisschen getrennt. Ach komm. Noch haben wir den Platz, ne? So, wir müssen weiterlesen. Bla 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 bla. Raw latex isn't used directly. It must be vulcanized to produce finished rubber. This can be performed by alloying the latex with coal dust. Gut. Coal dust. Coal dust. Das muss gegrindet werden, ne? Grinder. Willst du mich verarschen für den... Oh nee. Och nee. Nee, lass mal. Nee. Bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Desert Stone. Wir hatten hinten irgendwo eine Wüste gehabt. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal Desert Stone holen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Meine Güte. Vielleicht ist ja bis dahin dann hier auch wieder Milch drin, dass man so wieder ein bisschen abziehen kann, die Latexmilch. So, dann... Ich will nicht mehr! Oh, du ziehst das Display wieder unnötig in die Länge. Alles klar. Wir gehen einfach mal ein bisschen die Gegend erkunden, würde ich sagen. Ne? Miet. Mo. So. Für den Desert Stone können wir aber nicht die normale Wüste benutzen. Ah, hier die. Dann müssen da hinten da diese dunklere mit dem dunkleren Wüstensand benutzen, weil da gibt es dann Wüstensand. Wüstenkobbel, da können wir da Wüstenstein draus machen. Waren wir hier schon mal? Nö, ne? Ah.
Ach, so ein paar Bäume wären vielleicht ganz geil. Oder so ein bisschen Gras oder sowas, ne? So wie hier. Ach, guck mal, hier ist noch ein Gummibaum. Genau. Da hinten wachsen Pflanzen. Da ist ein kleiner See. Doch, hier waren wir schon mal, ne? Hier haben wir das Dings abgebaut. Ach, dann ist das ja gar keine. Da müssen wir hin. Wollen wir mal gucken, dass wir die Landschaft nicht allzu sehr zerstören. Na komm. Aber ich vermute, wir kommen nicht drum rum, außer wir gehen da hinten hin. Wobei da hinten ist auch wieder normal, ne? Da ist ja wieder hier von. Es ist ja wieder Dirt. So. Oh, hier vielleicht irgendwo eine Klippe oder so was? Ja? Ja, guck mal, hier, so muss das aussehen. Was machst du denn hier am helllichten Tage? Sieh zu, dass du Land gewinnst. So. Das ist ja da wahrscheinlich aus der Höhle gekommen, ne? Ja, da geht's runter. Wir gehen mal hier abbauen eben. Und dann würde ich sagen, nehmen wir auch gleich ein bisschen mehr mit. Weil kannst du immer mal gebrauchen. Kann man übrigens hier den Desert Cobblestone mit der Standardtextur kann man auch wunderbar irgendwie als Dach benutzen. Wenn man da jetzt nicht Lehm für farmen möchte und da dann irgendwie diese Lehmblöcke draus bauen will. Machen wir ein Stack voll, würde ich sagen, ne? So. 101. Da ist ja noch so einer. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht hoch? Was ist das denn wieder? Du, Junge. Was machst du hier am helllichten Tage? Ich brauche hier keiner. So Leute wie dich wollen wir hier nicht. Gut. Wir kommen eben mal die runterfallen lassen. So. Och, wie geschmeidig das runtergefallen ist. So. Muss dann in den Ofen viermal. Eins. 2, 3, 4. Gut, dann haben wir den schon mal da. Dann brauchen wir natürlich noch einen Casing und wir brauchen natürlich noch einen Diamanten. Das blöde ist, wir haben keine Diamanten mehr. Oder haben wir hier noch irgendwo einen versteckt? Nein. Nein. Diamant. Mit denen ging das nicht. Da kriegst du nämlich nur die Dings raus. Mit denen kannst du das nicht bauen. Wir brauchen einen richtigen Diamanten. Toll, ein Diamanten. So, mal zeigen. Ein Diamanten eine Hüllung. Hüllung, Tourung, Machung, Tourung. Verdammt. Das tun wir mal hier unten hin. Das ist zwar nicht special, aber ups. Wir tun es trotzdem mal hier unten hin. Dann tun wir das hier unten hin. Ja. Das Plastik tun wir hier auch mal mit rein. Das kommt hier oben mit dazu.
Ja, das kommt hier mit rein, wobei es eigentlich ja nicht Bergbau ist, aber egal, das passt trotzdem. Das Futter nehmen wir mit, das können wir eben noch kurz in den Ofen schmeißen. Ja. Das kommt auch mal zu Technik, das brauchen wir ja sowieso, das heißt, das war so, glaube ich, ne? Was suche ich denn jetzt eigentlich? Den Grinder suche ich, ne? Der Grindor. Der Grindor, Grindor. Guck mal hier. Granit haben wir, glaube ich, noch hier gehabt. Ein. Das heißt, wir brauchen auch noch mindestens einen Granit. Oh, alles klar. Ein Granit und den Rest, den haben wir eigentlich. Also, wir brauchen Granit und wir brauchen Ding. Zeug. Und, wisst ihr was? Wir machen mal. Travel. Wir bauen so mal so ein Travelnet-Dings. Nee, bauen wir uns nicht. Okay, wir gehen einfach so los. In der Hoffnung, dass wir jetzt auf die Schnelle irgendwie Diamant finden. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat denn mit dem Koks bestellt?